Kaum beginnt die kältere Jahreszeit und die Dunkelheit bricht früher an, steigt auch die Gefahr von sogenannten Dämmerungseinbrüchen. Zwar ist die Polizei gerade zu dieser Zeit besonders wachsam, doch auch Haus- und Wohnungsbesitzer selbst können einen Teil zur eigenen Sicherheit beitragen, ganz ohne Alarmanlage. Zum Beispiel keine wertvollen Bilder im Vorzimmer hängen haben, die man durch das offene Fenster von außen wahrnehmen kann. Oder nicht ein protziges Auto oder sonstige Wertgegenstände nach außen hin zeigen, die einen Täter verlocken können. Also lieber ein Understatement betreiben, als zu groß anzugeben. Generell sind die Anzeigen nach Einbrüchen in Österreich stark rückläufig. Waren es 2015 noch rund 15.500 Einbrüche, konnte die Zahl im Vorjahr auf 11.800 gedrückt werden. Einen großen Anteil daran dürfte die zugenommene Prävention haben, denn immerhin bei jedem zweiten Einbruch bleibt es beim Versuch, da Einbrecher vermehrt auf Alarmanlagen treffen. Diese haben allerdings ihren Preis. Also für ein Einfamilienhaus kann man zwischen 1500 und 3000 Euro rechnen, wenn man das mit einer Funkalarmanlage nachrüstet. Es kommt auf die Anzahl der Fenster an, es kommt auf die Anzahl der Nebengebäude an und so weiter. Aber in der Regel kommt man mit dem Budget aus. Abgeraten wird dabei von Alarmanlagen zum Selbsteinbau, welche man etwa im Internet, beim Discounter oder im Baumarkt erhält. Diese haben bei der Stiftung Warentest großteils mangelhaft abgeschnitten.